Hallo und herzlich willkommen hier Zürich bei Just Cause. Gute Arbeit, Rico. Du bist es nur ein bla bla bla. Okay, was muss ich im PDR machen? Ah, nein, so war das PDR auch noch nicht. Achso, ja, das war ja mit M. Gorilla-Verbindung, Rioja-Verbindung, what the fuck? Ah, da bin ich. Was war nochmal die Legende da? Keine Ahnung. Ah, da sieht man die verschiedenen und wie viele Punkte die einem einbringen. Die hat mir jetzt 100 eingebracht, irgendwie habe ich schon 80 davor gehabt anscheinend. Bei den Riojas habe ich 100, das war die. Und da geht's dann auch so weiter. Ah, okay. Evakuierung. Ah, okay, da muss ich hin. Oder? Da ist ein Ausrufezeichen. Ui, was mache ich denn jetzt? Geil. Das ist ja mal praktisch. Ja, das ist wirklich praktisch. Jetzt muss ich nur noch hoffen, dass ich dahin muss. Oh, Schwimmbefehle. Mit W schwimmen sie vorwärts, mit A und D schwimmen sie links und rechts. Unter Wasser schwimmen sie mit Umschalt links. Aha. Mit M und S bestimmen sie ihre Wassertiefe. Mit W und S. E-Tauchen. Lol. Und wie soll man dann jetzt vorwärts? Ah, unter Wasser kommt man so vorwärts. That is very interesting. Ah, das ist ja mal geil gemacht. Muss man schon sagen. Also das gefällt mir ja richtig. Das Tauchen ist endgeil gemacht. Das ist wirklich ein Pluspunkt. Ja, ich habe mir heute so ein bisschen was an Just Cause 2 angeschaut. Einfach weil ich Lust, also mein Kumpel war und das war echt cool. Freue mich schon auf das Spiel, auf den zweiten. Kann aber noch dauern, bis wir den ersten durch haben. Sie haben sich Zeit gelassen. Okay. Passen Sie auf. Fahren Sie zu Velascos Yacht, La Honradez. Er müsste an Bord sein. Ein Frontalangriff wäre also möglich. Ist aber schwierig, hä, Senor? Und keine Fehler. Oder wir sind alle tot. Ich mache keine Fehler, Senor. Nett. Nett. Okay, sagt er mir jetzt, wo ich genau hin muss? 500 Meter nur von hier. Du, schäm dich. Bitte, Senor! Wow. Ich habe viele Kinder. Ich brauche Verstärkung! Wir brauchen Unterstützung! Habt ihr mal sowas von perfekt gekillt? Sag auf Wiedersehen, Arschloch! Aufhalten! Stirb da! Halt! Oder ich... Idiota! What the Feuer! Fuck? Feuer! Schaltet ihn aus! Schnappt sie euch! Okay, Bewegung! Ah, da drüben! Er schießt ihn! Nein! Ey, Vorsicht! Ich konnte mich nicht mehr bewegen.
Also ich konnte gar nichts mehr machen. Ich wollte ins Auto rein, ging nicht, ich konnte nicht schießen, bla bla bla, weiter so. Explodierende Fahrzeuge. Okay, jetzt sind wir wieder hier. Die Mission haben wir erhalten und die Unterstützung. Also ich hätte jetzt... Stand da so da wie einer. Herzlich willkommen, Senor. Ah, herzlich willkommen. Hallo, amigo. Hoffentlich genießt du deinen... Es war, oder was auch immer, das war also Regierung. Wäre gar nicht mal so unpraktisch, so ein Boot zu haben. Ja, genau, ich, interesting. Ja, so sollte man sich allerdings nicht anstellen. Und wegkippen. Kann ich das jetzt irgendwie schieben? Warte mal, wie ging nochmal eine Granate mit G, oder? Komm schon, stirb, Boot. Alter Mann, das Boot wird dadurch nicht zerfetzt, lol. Endgeil. Na, wen haben wir denn da? Hey. So, jetzt kommen wir aber ganz schnell. Die Musik verändert sich. Ja, würde den der Kerl da nicht wundern. Wenn dann da irgend so ein Typ. Ey. Darf ich auch mal was wieder von oben sehen? Oh, nett. Hier geht alles den Bach runter. Und zwar gewaltig schnell. Vorsicht! Alter, jetzt darf ich nicht mal mehr schießen. Was ist das denn? Ja! Ich kann auch nicht mal mehr schießen jetzt. Holy shit. Nein, du sollst auftauchen. Da lang. Also ich würde ja mal behaupten, er ist jetzt hin. Oh, kommen da noch welche zu Besuch? Schwing deinen Arsch zur Yacht. Wir treffen uns dort. Wollen ich mich dann noch welche besuchen? Schnappt ihr euch! Ach du Scheiße. Ah, das ist sie. Wir machen es jetzt. What the fuck? Fuego! Fuego! Lol. What the fuck? Woher kommt der? Da kommt man genau ran zu, man. Ja, jetzt ist hier wieder diese automatische... Okay, wo sind sie denn? Oh. Schau mal, das nervt eigentlich end. Dass ich einfach automatisch... schon treffe. Also gar keine Zielarbeit habe. Das ist fast schon wie so ein Aimbot. Alter, man darf ich das auch treffen?
ich hab doch fast keine Leben mehr. Stirb doch. Der Kerl darauf nicht einfach verrecken. Ja, stirbt der denn jetzt auch mal? Das Angebot hat der wahrscheinlich selber abgeschossen. Ja. Ach, du brauchen wir da noch lange hin. Also da kommt noch so manche einer auf uns. Nein. What the fuck, was machst du denn, Mädchen? Du sollst nicht das Ziel. Mädchen, was machst du denn? Lern Boot fahren. Weißt du überhaupt, wo wir hier hin müssen? Ja, explodierende Fahrzeuge, brennende Fahrzeuge explodieren nach einiger Zeit. Echt cool. Mit Feuerzeugstunt. Was? Feuerzeugstunt? Natürlich möchten wir speichern. Und zwar auf einen leeren Speicherplatz. Warte mal, kann man da eigentlich... Oh, nein. Naja, dann wird halt immer das Älteste überschrieben. Wenn wir dann alle voll haben. Was müssen wir denn jetzt überhaupt machen? Neues Fahrzeug für Abruf verfügbar. Cool. Ich glaube, da hinten ist ein Dingens. Aber ich glaube, wir machen das jetzt uns einfach mal wieder einfach. Weil einfach, einfach, einfach ist. Und gehen dahin. Oh, diesmal sogar in einer anderen Farbe. Wie originell. Stimmt, meine Waffe. Wie viel hatten die noch? Ach so, voll. Was ich hier alles habe. Waffen. Mit Feuer. Mit Fahrzeugs, dann können sie schnell fliehen. Ah. Okay. Also. Nur um es mal klarzustellen. Autos können nicht explodieren. Was? Das hat mir jetzt ernsthaft wehgetan. Schon, gib mir doch mal ein Medipack. Kann ich nicht mal ein Medipack bekommen? What the fuck, waren das jetzt Blitze oder sowas? Willkommen auf der Isla Grande. Hast wohl noch nie eine Frau im Badeanzug gesehen, ha? Nee. Doch, aber ehrlich gesagt noch keine wie dich. Hey, komm schon, Rico. Es ist Zeit fürs Briefing. Was ist Briefing? Klärt mich bitte auf, falls ihr es alles wisst. Läuft nach Plan. Dein neuer Freund Carmona hat uns schon ein paar nette Informationen gegeben. Nett. Dann werden wir uns mal das Militär genau anschauen. Okay. Warte mal, wer den Job erledigt. Ich. Triff dich mit General José Durango, Mendozas Mann fürs Grobe. Leg ihn um. Das bricht der Armee das Genick. Durango hat eine Schwäche. Mädchen. Er verlässt seinen Stützpunkt jede Nacht und fährt mit einem Konvoi rauf zum alten Vulkan und vögelt dort irgendwelche Nutten. Der Fettsack. Achso, ich dachte schon. Aber heute Nacht hat sich's für immer ausgevögelt. Ich dachte echt schon, wir sollen...